Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Raft. Beim letzten Mal habe ich ja hier den Weg zur Radiostation gefunden, wo auch immer sie jetzt hin ist, da drüben ist sie. Da sind Lichter an. Spielt eigentlich dafür, dass da Leute sind. Hilfe! Ich brauche Waffen. So, als erstes würde ich jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Und gucken, ob ich dann da Leute rumlaufen sehe. Da ist doch jetzt niemand, oder? Uiuiui. Habe ich ein bisschen Panik. Da sind ja auch, glaube ich, Teile unter Wasser. Und da bin ich kein Fan von. Ich würde da jetzt einfach ein bisschen näher ranfahren. Hat sich denn der Wind gedreht? Zu meinen Gunsten immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Dann einmal. Wo bin ich? Da bin ich. Auf das Ding und... Hat das viel gebracht? Nähern wir uns dem Ding? Nein. Nein, das tun wir nicht. So, mein letztes Holz. Jetzt ran da. Aber nicht zu nah ran. Ich will nicht, dass die Leute, wenn da Leute sind, einfach rüberhüpfen. Was ist das? Was ist das? Ich kenne das Ding ja eigentlich, aber ich habe es total anders in Erinnerung. So, ich fahre jetzt einfach ran. Stopp. Ich will auf Abstand. Stopp. So. Komm, ich hatte ihn hochgesprungen, sicherlich. Ich habe eine Waffe. Puh. Wenn ihr wüsstet, wie nervös ich gerade bin. Ich muss was trinken. Ist es mir ernsthaft schon wieder passiert? So. Ich gehe da jetzt einfach rauf. Und dann renne ich wieder panisch weg. Och, das sind auch Teile unter Wasser. Och, nee. So. Erstmal gucken, was hier draußen ist. Ne, sie am wenigsten furchterregend. Da gehe ich nicht rein. Nein. Ich bin bewaffnet. Ui. Hier sind Zettel auf dem Boden. Warte, sieht alles gruselig aus. Mann. Läuft hier irgendwas im Hintergrund? Horrormusik läuft hier im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung. Och man. Und das Schlimmste daran ist, das nächste, was in der Story kommt, ist halt einfach noch gruseliger für mich. Als nächstes kommt da ja, so eine Yacht, auf der es richtig gruselig ist. Och, ich bin so nervös. Oh. Ich glaube, ich gehe nochmal runter vom Raft. Vom... So. Ich komme da nicht hoch. So. Wieso bin ich vorhin da hochgekommen? So. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Alles ganz genau an. Was ist das? Ein Zettel. Ui. Ah. Das ist was. Egal, ich gehe erstmal weiter. So, hier rein. Okay. Alles sicher. Wo ist mein... Ich habe meinen Speer einfach weggeworfen. So. Bruce, you. I got you. Ah ja, da,
Ist irgendwas mit einem Bruce? Hier ist Zeug. Aber hoffentlich keine Menschen. Wenn die Menschen sind, töte ich sie. Talked a shark, named him Bruce. Ah ja. Robbie Boat's gun is after me. Gonna stay here until I find a way off this place. Mike. Ja, jetzt bist du wohl tot. Oh, das ist alles so gruselig. Ich glaube, meine Fantasie geht hier einfach nur mit mir durch. Und deshalb ist es halt einfach... Und hier ist ein Speer. Nur deshalb ist es so gruselig. Und im Hintergrund höre ich immer noch diese komischen Geräusche. Ich muss, glaube ich, komplett die Sounds ausmachen. Da führt kein Weg dran vorbei. Umgebungslautstärke habe ich halt hier... Ja, egal, so. Null. Ich glaube, das könnte einfach für mich jetzt so angenehmer sein. Ich glaube, ich habe alle Gebäude durchgesehen. Jetzt geht's nach oben. Okay, hier geht's rein. Hier ist nix. Wo soll's weitergehen? Hallo? Irgendwo muss es doch weiter hochgehen. Hier geht's hoch. Da ist eine Kamera. Das ist nicht gut. Took boat, won't be back. Oh. Das ist ja eine traurige Geschichte. Der Typ hat einfach das Boot genommen, bin weg. Und der andere bleibt zurück. Ich muss ins Bett. Ich will was sehen können. Hi. Und hier wurde schon alles weggegessen. Dann hier erstmal wenigstens das ernten und wegpacken. So, kann ich jetzt endlich schlafen? Ja. Dann wird es endlich wieder hell. Und ich muss was trinken. Jetzt bitte die richtige Taste. Und dann geht es hier wieder rüber. Ich warte mal, bis ein bisschen das Licht besser da ist. Ich kann ja in der Zeit hier schon mal das... hier diese Notiz mir durchlesen. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren, dass wir einen Ort hätten, auf den wir hinweisen könnten, außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16 und 8 scheiterten heute, nach 3 Tagen Testzeit. Was ist da gerade runtergeflogen? Hey. Nicht mit mir, Freundchen. Der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass er sich direkt durch den nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean, heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen. Sparrow überprüfte die Strahlungswerte, die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräumen benutzen. Wir können das in Ordnung bringen, sagte sie. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig. Wir 4 überlasteten, erschöpften Bürogummis würden also die Welt retten. Oder was davon übrig bleiben würde, jedenfalls. 1. Februar. Es stellte sich heraus, dass Varen uns verpfiffen hat und es die Verantwortlichen wütend machte. Sie müssen gewusst haben, dass wir sie beim Arbeiten am 12er und 24er hinhalten. Diese Dinge geben so viel Strahlung ab, dass sie um Himmels Willen grün brannten. Außer, dass sie trotzdem genommen hätten. Sicher. Owl und ich haben uns gestritten. Aber dieser Haufen Spottler hat uns einfach herumgeschubst. Sparrow und Reaktor 8 nahmen sie auch mit. Schließlich wusste Varen, dass sie die einzige war, die die Intelligenz hatte, sie am Laufen zu halten. Sie ließen uns auf der Reaktorprüfplatte zurück und sprengten dann die Fundamente. Das Wasser steigt langsam an. Owl denkt, wir sollten ihnen hinterherlaufen. Ich wünsche, ich wäre nicht einverstanden mit ihm gewesen. Also sehr interessant, was ich da für ein Zettelchen gefunden habe. Jetzt gucke ich nochmal nach der Uhrzeit. Nicht, ja, jetzt ist gleich schon wieder Nacht. Och nee. Ich traue mich da doch gar nicht rein. Jetzt muss ich was trinken. Ernsthaft? Das ist richtig unrealistisch. So. Genau, da ist der Typ einfach mit dem Boot abgehauen. So, jetzt hier rein. Zugriff. Gesichert. Was ist hier drin? Trace. Neue Notiz.
So, ganz viel Kunststoff. Ah. So. Gesichert. Okay, hier geht's hoch. Oh, das ist alles so gruselig. Gesichert. So, hier geht's hoch. So. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Okay. Ich glaube, das wirklich für mich anstrengende wird das Unterwasser sein. Komm ich einfach hoch? So Minecraft-mäßig? Ach Mann. Noch nie Minecraft gespielt. Raft-Entwickler. Ernsthaft? Wie soll ich da hochkommen? Hä? So, ich habe eine Idee. Geht's hier seitlich rum? Nee, geht's nicht. Hä? Kann ich auch nicht gesneakt durchspringen? Warum funktioniert hier nichts? Lol. Ah, und dann bin ich runtergefallen. Okay. Ich muss da also wieder rein. Hoch und dann hier eigenartig lang gehen. So. Oh, und dann bin ich wieder runtergefallen. Jetzt wird schon wieder Nacht. Och nee. Das gibt's doch nicht. So, jetzt sprint ich da lang. Es hat nichts gebracht. Ich, haha. Yo, ich hab's geschafft. Richtiger Profi. Kann das Ding mich umbringen? Kann ich das abbauen? Nee. Komm ich da jetzt rüber? Wahrscheinlich. Da auf dem Dach ist nichts drauf. Okay. Nein! So. Da drüben ist immer noch eine Kamera. Davon bin ich gar kein Fan. So. Und dann geht's hier rüber. Es war gesprintet. Nein, ich kann nicht sprinten. Hallo? Hey, kann. Mit welcher Taste sprinte ich? Egal. So schlecht kann ja auch nur ich sein. So. Und irgendwie ist gerade ein Insekt hier bei mir die ganze Zeit und fliegt um mich herum und macht Party. Und brummt herum und nervt mich. So. Ja. So, einmal hier draußen, jetzt erstmal rein. Okay. Gesichert. Gesichert, gesichert. Raus hier. Oh, ist das Licht jetzt ausgegangen? Leute, macht das Licht wieder an. Ich bin da mal weg. Ich geh schlafen. Das ist mir zu gruselig hier. Am Ende kommen hier wirklich noch Zombies. Willkommen in Minecraft und jetzt kommt der Hai. Ja, ich hab damit gerechnet. Und selbst ohne Sounds an, ist es einfach für mich Herzinfarkt. Jetzt muss ich hier wieder seitlich lang. So. Und hier dann wieder komisch springen. Zu spät abgesprungen. So. Jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's. Niemand hält mich auf. Nein!
Warum kann ich... Ach, ich glaube, ich muss erst springen und dann so, ne? Ach nee. Kamera, lass mich mal in Ruhe. So. Ja. Dann geht's hier hoch. Weiter hoch. Und weiter, weiter, weiter. So. Und jetzt kommt hier ein Boss. Am Ende plötzlich so. So, ich sehe hier jetzt niemanden. Okay, alles gesichert. Hinweis aufheben. Kiste aufheben. Utopia. Was? Ist es eine Rettung? Ist das die Rettung? Utopia. Und was sollte das sein? Ich lese da drin irgendwie Stadio Valley. Da ist ein S und am Ende ein Y. Was soll das? Sonst irgendwas hier? Nein? Kann ich den Feuerlöscher mitnehmen? Ja, hier ist noch was. Hinweis. So, jetzt habe ich aber ordentlich viele Hinweise. Leute. Pasagatan. Und der... Ich hatte dann noch mehr Notizen aufgehoben. Sind die im normalen Inventar? Bauplan. Stirnlampe. Ui. Hier mache ich jetzt erstmal eine Durchsage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir stehen an der Stelle, denn wir sind kein Boot. Wir sind eine Radiostation. So, gut. Dann hier wieder auf dem schnellsten Weg raus. Überlebe ich den Sprung? Ich glaube nicht. Seit irgendwann kann man ja auch hier plötzlich auch Schaden bekommen. Das ist ja was ganz Absurdes. Ich weiß. Dann gucke ich mal, ob ich mir eine Sturmlampe machen kann, bevor ich auf Tauchgang gehe. So. Hi, komm mal bitte nicht. So, ich hab ihn geblockt. Ich habe ihn geblockt. So. Jetzt einmal hier zum Tischforschung. So, erforscht, okay. Stirnlampe. Hey. Du hast ja hier schon ziemlich viel gegessen, als ich weg war. Was fällt dir ein? So. Gibt's doch gar nicht. Stirnlampe? Hä? Kann ich das Ding schon craften? Bin ich irgendwie dumm? So, rein da. Ist bereits gedingst. Hier sind die Sachen, die ich noch machen... Hier, eine Batterie. Ich soll eine Batterie erforschen. Wer kommt dann bitte auf diese Idee? Kupfer. Habe ich Kupfer? Ich habe ein Kupferbahn. Nee. Das... Och, nee. Nee. Das heißt, das nächste Mal muss ich einfach wieder auf Entdeckungstour gehen, wozu ich einfach gar keine Lust habe. So. Lernen. Stirnlampe. Craftet mal mit einer Batterie. Hätte ich mir denken können. Doch nee. Und dafür habe ich keine Materialien, also hat sich's gar nicht gelohnt. Da führt jetzt kein anderer Weg dran vorbei, als abzutauchen. Und gleich kommt der Hai. So. So, okay. Erstmal was atmen. Jetzt gehe ich weg. Jetzt bin ich weg. Ich bin weg.
Ich bin weg. Ich muss an Land. So. Ich habe irgendeine Notiz bekommen. 12. Dezember. 2 Monate lang haben wir an diesem Reaktor gearbeitet. 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten. Und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen können. Unsere Namen sind nicht wichtig. Sie gaben uns allen Spitznamen, nachdem dieser Vorarbeiter alles über das Testprojekt am Nordpol verraten hat. Als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Verdammt. Als ob einer von uns an dieser Stelle überhaupt einen Unterschied machen könnte. Sparrow war seit dem ersten Feld vorsichtig gewesen. Vor allem bei den Details, die verschönert worden waren. Anscheinend ist der Prototyp bei weiterem nicht stabil. Es wurde nicht erwähnt, was mit dem chinesischen Team passiert ist, das vor uns lag. Baron sollte einer von ihnen sein, aber er lässt es nicht zu. Owl murmelte etwas über das Notkühlsystem, das schlampig aussah, was aber nicht die halbe Wahrheit war. Aber ich wusste es besser, als darüber zu quatschen. Ich meine, sie haben uns einen trockenen Ort gegeben, an dem wir arbeiten können. Gott weiß, dass es nicht viele von ihnen gibt. Sehr interessant, ich muss was essen. So. Habe ich sonst noch irgendwas bekommen? Hier habe ich halt die Koordinaten. Da geht's zu Leuten. Ach, hier sind die ganzen anderen Sachen. Wenn du verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende. Wir haben den Motor so hart und schnell wie möglich hochgejagt, aber ich glaube, er ist ausgebrannt. Wir haben es gerade noch zum Funkturm geschafft. Owl sagte, das Boot ist unbrauchbar, doch ich kann es reparieren. Sie sind uns wahrscheinlich weit voraus. Aber ich denke, sie sind auf dem Weg nach Selene. Selene. Wahrscheinlich Selene. Oh, ich muss was essen. Ich will das nur an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben es nicht verursacht, aber wir haben verdammt gut geholfen. Und bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und 24er abschalten. Und wir werden Sparrow zurückholen. Und dann werde ich sie vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht. Und sie wird mich nicht derart komisch angucken, als ob ich dieses Mal verrückt wäre. Owl hat meinen Notizblock gefunden, aber ich habe ihn wiederbekommen. Ich muss ihn beim nächsten Mal besser verstecken. Dieser Marker macht es wirklich schwer, Dinge zu löschen. Aber wir werden sie zurückbekommen. Das müssen wir. Kuckuck. So. Dann haben wir hier noch das. Trace. 8. Januar. Der Notruf wurde empfangen, Trace. 9. Januar. Erstellung des Berichts. Sprache unbekannt. Malaiisch. Hui. Hui. Hol. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist. Es soll doch ein L sein, oder? Hol. Tarigan. 2. Februar. Kom ist tot. Schüsse in der Ferne. Tangoroa. 4. Februar. Jemand spricht Malaiisch. Zu schnell, um es zu verstehen. Kota Yagaher, Kota Yagaher. 6. März. Tarigan fand einen trockenen Ort. Wir gehen, das Wasser steigt und es fehlen uns ein paar Plätze. Es tut mir leid. 8. März. Mike, wenn du das liest, gehe ich nach Balboa, sofern es immer noch über Wasser ist. Es gibt Vorräte in der Speisekammer. So. Ernsthaft, da komme ich nicht vorbei. Oh, ich glaube, der Hai kommt rein. Kommt der hier rein? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal nicht. Das wäre wirklich richtig gruselig für mich. Dann kriege ich richtig Panik. Hier kommt er aber. Oh, warum ist dieses Spiel so gruselig geworden? Ich komme da nicht rein. Ah! Oh. Ah, ich muss an Land. Ah. Ah. So, an dem Punkt beende ich den Let's Play. Nee, 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 nee. Uff, uff, uff. Ich glaube, ich habe ja das Wichtige. Ich habe ja die Koordinaten. Ich könnte mir einen Haiköder versuchen zu machen. Und dann da schnell durch. Ich glaube, das sind 3 Minuten oder so, die man dann Zeit hat.
Ich muss das Ding nur finden. Haiköder. Und dann zwei Fischis. Habe ich irgendwo Fischis? Kein einziger Fisch. Doch, hier sind Fischis. Aber das sind die falschen Fischis. Ja. Und eine Angel habe ich auch keine, oder? Doch, ich habe noch eine, die fast kaputt ist. Der Hai hat hier wirklich alles weggefressen. So. Jetzt bitte mal vernünftig angeln. Oh. Und das Ding ist kaputt gegangen. Ich habe einmal sogar den richtigen Fisch. Aber das reicht nicht. Das reicht halt nicht. So, dann packe ich den wenigstens weg. So. So, jetzt hier schnell weg. Okay. Ich habe wieder Sauerstoff. Und gleich kommt der Hai. Da bin ich mir sicher. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon überall drin war. Jetzt einfach nochmal schnell rein und... Ich glaube, ich war jetzt überall drin. Da war ich drin. Ja. Ah! Hilfe! Hilfe! Ich glaube, nach diesem Let's Play habe ich extreme Angst vor Haien und kann nie wieder irgendwo schwimmen gehen, was verbunden ist mit dem Meer. So. Ich glaube, ich gehe hier einfach weg. Wenn da noch was Wichtiges ist. Es gibt sehr viele Let's Plays ja hier von dem Spiel, glaube ich. Dann kann ich ja nachsehen, was eventuell noch wichtig ist. Und im Notfall muss ich einfach zurückfahren. Wichtig ist halt die Koordinate, die zu einem Horrorspot führt. Ich mache das Ding jetzt hoch und fahre weg. Und mache auch die Game Sounds wieder an. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter.